Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 hier auf der nordfriesischen Marsch, Vierfach-Map in der Version 1.9 ohne Gräben. Was mache ich? Ich versuche jetzt zum vierten Mal, glaube ich, einen Kurs aufzuzeichnen, um hier Silo zu verkaufen. An der BGA. Und das funktioniert irgendwie nicht. Wartepunkt setzen. So. Fährt man weiter. Jetzt stoppe ich mal hier die Aufzeichnung. Und geht ja nur darum, dass man einmal vorne einen Punkt setzen soll und dann auch nochmal hinten am Ende des Silos. Dafür fahre ich jetzt hier bis an die Wand. Fahre jetzt ein Stück zurück, bis er wieder einen Punkt aufgezeichnet hat. Unterbreche dann hier mal eben meine Aufzeichnung. Sehe zu, dass ich hier unfallfrei einigermaßen auch nur annähernd aus dem Silo rauskommen. Ich zeichne ab hier dann weiter auf. So. Schalte hier wieder den Vorwärtsgang ein. Und jetzt probiere ich es nochmal, indem ich da hochfahre. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Wahrscheinlich liegt es am Radlader, ich weiß es nicht. Muss ich mir einen anderen Radlader kaufen, größeren? Ich kann es nicht sagen. Pause. Rückwärts fahren. Wieder vorwärts fahren. Ja, ich muss gleich den anderen auftanken, ich weiß. Also, Saatgut. Aber ich will ihm hier erst eben so. Das hat ja bisher auch funktioniert. Was nicht funktioniert hat, war das Abkippen. So. Er senkt die Schaufel. Fährt jetzt hier irgendwo an den Rand. Keine Ahnung. Macht die Schaufel voll. Dass ja alles schön ist. Ein bisschen Schlangenlinien. Mir persönlich jetzt egal ist. Und jetzt kippt er gleich wieder näher ab. Das ist echt nervig. Doch, er kippt ab. Wahnsinn. 10.000 Einnahmen BGA. Hey, heute funktioniert's. BGA Ost rechts. So.
seht ihr, das Feld haben wir doch auch bald. Dünger ist nicht mehr viel drin. Ah, dann ist das so. Kann ich mit leben. Weiß. Sag nichts. Hallo? Och nö. Der Überladewagen ist leer. Oder wie? Hab ich den nicht erst aufgeladen? Den nicht erst voll gemacht? Mann, du. Das nervt mich jetzt. Ja. Feld 6 ist fertig. Jo, der Verkauf läuft. 10.745 Einnahmen BGA. Endlich! Saatgut. Wenn wir denn überhaupt noch Saatgut hier haben? Ich weiß das gar nicht. Wenn nicht, wäre das peinlich. Also wenn nicht, lasse ich den da unten stehen und tank mich bei dem anderen auf, aber... Schön wäre es schon, wenn wir noch Saatgut hier haben. Um die Tiere müssen wir uns auch unbedingt kümmern. Jo, da ist noch. Ist noch so das ein oder andere Saatgütlein. Komm, fertig machen. Jetzt kann die auch weiterlaufen, die Produktion. Mal gucken, wie lange wir brauchen, bis wir Silo leer verkauft haben. Mal gucken. Also nein, bei der BGA. Da, wo wir gerade angefangen haben zu verkaufen. Hier stehen relativ wenig Geräte rum, ne? Ja, ich habe sehr viel Stellplätze und wenig Geräte da drin. Aber ich habe alles, was ich brauche. Eigentlich. Was ich nicht habe, brauche ich auch nicht. Oder wie war das? Jo, da ist auch nur 6% Dünger drin. Ja, der Preis fällt schon. Einnahmen BGA, aber jede 10.000 Liter Schaufel bringt ungefähr auch 10.000 Euro. Da sind, weiß ich nicht, 3,5 Millionen Liter drin. Das heißt, es müssten 3,5 Millionen Euro irgendwann sein, wenn alles verkauft ist.
Ja, hier sind wir auch gleich durch, das ist schön. Dann haben wir nächste Folge, dürfen wir dann durch sein mit der Aussaat. Komm, das machen wir noch schön. Losfahr, ausklappen. Will hier keine fremden Früchte irgendwie am Wegesrand oder am Feldrand haben eigentlich. Vor allem nicht in dieser Größenordnung. So, mal eben schauen. Ja, hier ist nämlich genauso. Mal hier gucken. Da sieht es sauber aus. Ja, aber hier nicht. Absolut nicht. Ja, Produktion. Das ist dann, wenn wir mit der Saat fertig sind und alles zurück zum Hof haben, dann ist großes Thema Produktion. Damit wir Geld verdienen, damit wir uns auch noch Felder kaufen können. Feld 7 ist das. Abfahrer einstellen. So. Nein! Ich nicht. Einsteigen wollte ich da drüben. So, hier ist Dünger drin. Deshalb ist der grau, blau. Da wir den anderen gleich hochsetzen auf das alte Grasfeld 7, um da wieder Rüben anzusehen. Werde ich da jetzt den Düngerüberladewagen mal hin, weil der nämlich. Der andere braucht nämlich bald Dünger. Nehmen wir den mal hier hin. Den da. Stellen wir auch irgendwo da oben hin. Hätten wir eigentlich auch ein Follow Me hinfahren können, aber haben wir nicht. Ist so. Wir haben ja Zeit. Leute, wo wir gerade von Zeit reden. Hier ist die Zeit gleich schon wieder rum. Wenn es euch gefallen hat. Oder wenn ihr Vorschläge habt oder Kritik oder so, hinterlasst mir einen Kommentar. Dürft mir auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr einen Daumen nach unten da lasst, ist das auch völlig okay natürlich. Ist ja eure Entscheidung. Aber dann würde ich mich drüber freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, warum? Was euch nicht gefallen hat. Dann kann ich da vielleicht drauf eingehen und kann was ändern. Vielleicht. Ich würde das jetzt nicht versprechen, dass ich dann was ändere, aber
könnte dann eben durchaus im Bereich des Möglichen sein. Ja, und daher ist sowas dann immer ganz gerne gesehen. So, eigentlich brauche ich jetzt hier den hier, den ich gerade extra aufgefüllt habe. Den brauche ich eigentlich gar nicht mehr, den kann ich zurück zum Hof fahren. Weil das Feld hier, das ist fertig. Und den Überladewagen brauche ich gar nicht mehr. Den bringen wir schon mal schön zurück zum Feld. Ja, Quatsch, zum Hof. Ja, auf jeden Fall, schaut auch gerne bei Facebook vorbei oder auf meiner Homepage. Und vor allem schaltet die nächste Folge wieder ein. In diesem Sinne, sag ich mal, ciao.